Erste Runde des DFB-Pokals. So sieht sie aus. Die Teams, die weitergekommen sind, sind Magdeburg, Augsburg, Kiel, Braunschweig, Duisburg, Kaiserslautern, Freiburg, St. Pauli, Meppen, Fortuna Köln. Dann haben wir Zwickau ist weiter, Regensburg ist weiter, Sandhausen ist weiter und Unterhaching. Und damit ab ins Spiel. Und damit willkommen zum Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04, zweite Runde des DFB-Pokals. Und damit willkommen zum Spiel oben gegen unten, zumindest an der Tabelle. Die Mainzer im unteren Bereich der Tabelle, die Schalke im oberen Bereich der Tabelle. Und dann schauen wir mal, wie es denn heute im DFB-Pokal aussieht. Beide Teams aus der ersten Liga. Man kennt sich bestens aus den letzten Jahren. Und trotzdem wird dieses Spiel von beiden Teams natürlich ernst genommen. Gucken wir mal, wie es denn heute läuft. Vielleicht Favoritenstreck, vielleicht auch nicht. Guetti, der Schwede, als letztes mit einigen Toren für die Mainzer, der Neuzugang aus Spanien. Ja, der soll heute auch nun wieder seine Tore verrichten. Mal schauen, ob er das heute gegen die Schalke hingekriegt hat. Die Aufstellung vom FSV Mainz 05. Keine großen Überraschungen eigentlich in der Startaufstellung. Alles so, wie man es eigentlich erwartet hätte. Heute mit einem 5-4-1. Der ein oder andere mag das als ungewöhnlich empfinden, aber die Mainzer ja in der Bundesliga in dieser Saison bislang nicht so erfolgreich. Da, wenn man gegen den Tabellenzweiten spielt, ist es jetzt auch nicht kein Pappenstiel. Die Schalke auf vielen Positionen geändert, klassische Rotation, unter anderem McKennie dabei, der heute als ZDM agieren soll. Sonst die klassische Pokalaufstellung. Heute Rashford geschont. Ungewöhnlich, aber so ist es. Dementsprechend ab in die Partie. Erste Möglichkeit für den FSV Mainz 05, Öztunali mit der ersten Chance. Die direkte Antwort der Schalker. Pucki rüber auf Hansen und Adler kriegt den. Ja, ein heiteres Hin und Her gab es. Und was war das für ein Fehlpass von Hövenes? Und dann ist es die große Möglichkeit vom Schweden hier, das Ding in die richtige Richtung aus Sicht des FSV Mainz 05 zu kriegen. Und dann verfehlt er. Das war die riesengroße Möglichkeit. Und die Schalker, ja, die wollten hier früh eigentlich den Punkt setzen, haben es aber irgendwie nicht hingekriegt. Und Schipka mit der Möglichkeit wurde geblockt. Aber Schipka hat sich im heutigen Spiel oft vorne eingeschaltet. Hansen und Aspas. Aspas! Ja, Gerüchten zufolge soll er jetzt gehen. Er ist unglücklich in Gelsenkirchen. Mal schauen, ob er zur Wintertransferphase geht oder doch bleibt. Ab in Halbzeit. Oh nee, noch nicht ganz in Halbzeit 2. Letzte Möglichkeit des ersten Durchgangs. Fischer, und dann trifft er den Außenpfosten. Jetzt zweiter Durchgang. Seitenwechsel. Beide Teams weiterhin engagiert. Man hat hier gemerkt, hier könnte die Überraschung kommen. Oschipka! 1-0 Schalke! Man hat eigentlich den ganzen Tag gemerkt, hier könnte es die Überraschung geben. Hier könnte der Favorit aus Gelsenkirchen scheitern. Und dann trifft Oschipka, normalerweise Linksverteidiger, heute auf der linken Mittelfeldposition positioniert. Und das macht er eigentlich relativ gut. Und dann schießt er ihn unhaltbar oben in die Ecke rein. Eigentlich nicht der klassische Goalgetter. Erster Treffer im DFB-Pokal, erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit von ihm, und es ist drin. Normalerweise, wie gesagt, Verteidiger. Oschipka, Nummer 24, trifft. Erster Treffer im DFB-Pokal. Nächste Möglichkeit, Schalke. 12 Minuten waren es noch. Oschipka! Zweites Tor!
Der hat in seiner Karriere nie irgendwo einen Doppelpack erzielt und hier erzielt er den Doppelpack. Wie gesagt, normalerweise ist er Verteidiger, aber dadurch, dass Schwarze auf der Position steht und Stammverteidiger ist und eigentlich ständig rotiert wird, wurde das mal wieder ausprobiert und es hat einwandfrei funktioniert. Zweites Tor, zwar mit viel Glück, da Remy Adler zu spät runtergekommen ist und ihn nicht gekriegt hat. Zur Freude des Trainers vom FC Schalke. Und jetzt muss ein halbes Wunder her, dass Mainz dieses Spiel noch dreht. Sie haben noch 11 Minuten Zeit. Oschipka, zweiter Treffer im Turnier. Nächste Möglichkeit, Mainz. Kurz vor Ende des Spiels. Bungert kriegt den Ball. Muto eingewechselt bereits. Latza mit der Chance. Aber sie hat nichts gebracht und dann war's das auch. Der FC Schalke 04 ist in der nächsten Runde des DFB-Pokals. Die Mainzer lange Zeit gut dabei gewesen, ja, bis zum Gegentor. Und ab dem Gegentor, da lief kaum was noch. Als ob die Köpfe dann blockiert waren, als ob es, ja, als ob man Angst auf einmal hatte. Man of the Match, ganz klar. Oschipka mit dem Doppelpack. Als Verteidiger. Mal schauen, ob er die nächsten Spiele auch als linker Mittelfeldmann spielt. Das wird sich zeigen. Schalke gewinnt gegen Mainz und damit sind sie eine Runde weiter. Und damit zur der restlichen Übersicht der anderen Spiele. Also, der FC Augsburg gewinnt 2:0 gegen Braunschweig. Die Bayern gewinnen 4:0 gegen Zwickau. Bochum gewinnt gegen Frankfurt 2:1. Dortmund gewinnt 3:0 gegen Werder Bremen. Duisburg verliert gegen Freiburg mit 1:2. Fortuna Köln gewinnt 1:0 gegen Unterhaching. Dann haben wir die Gladbacher 2:2 unentschieden gegen Köln. Nach Elfmeterschießen gewinnen die Gladbacher. Meppen verliert 0:1 gegen St. Pauli. Magdeburg verliert 1:2 gegen Berlin, Hamburg gewinnt 1:0 gegen Darmstadt, Hannover 96 gewinnt 4:1 gegen Sandhausen, Leipzig gewinnt 2:0 gegen Nürnberg, Leverkusen und Heidenheim 1:2, Regensburg gewinnt 2:1 gegen Kiel und Wolfsburg gewinnt gegen Kaiserslautern. Bis zum nächsten Mal und ciao!